Ho, 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 bald ist Weihnachten und vielleicht wolltest du noch die ein oder andere Kleinigkeit oder auch größere Sache handarbeiten. Hast noch nicht angefangen, weil dir vielleicht noch ein paar Ideen fehlen. Für all diejenigen mache ich heute dieses Video, denn es gibt ein wundervolles Heft von der NuvaVita 4 mit Weihnachtsaccessoires und das möchte ich mit dir zusammen durchgehen. So, jetzt sehe ich wieder normal aus. Um dieses Heft geht es. Von der NuvaVita 4 um dieses Weihnachtsheft und da sind sowohl Sachen zum Stricken drin, zum Häkeln, aber auch Makramee. Und lass uns das einfach mal zusammen durchgucken. Und natürlich findest du auch die passende Wolle, also die NuvaVita 4 bei mir auch im Shop, also Anleitung und Garn erhältst du bei mir. So, und dann gucken wir mal durch. Das finde ich richtig cool. Das ist so ein Teppich unter einem Weihnachtsbaum. Das ist ja so ein künstlicher Weihnachtsbaum. Die haben ja immer so einen doofen Ständer, heißt das so, Weihnachtsbaumständer? Das ist bei uns auch immer so grünlich und metallartig und sieht total hässlich aus, finde ich. Und da ist jetzt die Idee, dass man für diesen Weihnachtsbaum einen wundervollen kleinen Teppich häkelt, der auch noch cool verziert ist. Und somit finde ich, sieht dieser künstliche Weihnachtsbaum auf einmal richtig schön aus. Also finde ich genial. So, was ist hier noch drin? Hier ist einmal so ein kleiner Tischläufer drin. Kannst du das sehen? Auch ein gehäkelter, hier so mit so schönen Fransen und so. Kann man auch dann schön irgendwas dekorieren, sich gemütlich zu Hause machen. Dann geht es weiter mit Stricken. Hier kann man zum Beispiel so ein Kissen stricken, ein Sofakissen mit so einem Elchkopf, Hirschkopf mit Geweih. Auch irgendwie ziemlich cool. Wer Lust hat, Nikolaussocken zu stricken, gibt es hier eine Anleitung für Nikolaussocken. Ich finde die irgendwie total süß. Auch wie das so dekoriert ist und fotografiert ist. Dann gehen wir über zu Makramee. Man kann einen Weihnachtsbaum knüpfen mit so kleinen Perlen. Die müsste man natürlich dann auch noch besorgen. Also nicht nur das grüne NuvaVita 4 Garn, sondern auch noch die Perlen. Und finde ich auch irgendwie, hat irgendwie was, sieht total modern aus, finde ich. Hier ist was Rundes, so ein Kranz in Makramee. Und wir haben zum Beispiel auch so Metallringe, sag ich mal, die man hier nutzen kann. In verschiedenen Größen, mit verschiedenen Durchmessern, dass man das halt dann richtig cool mit Makramee machen kann. Also das finde ich auch richtig schön. So, dann kommt hier die Erklärungen. Gucken wir mal, ist hier sonst noch irgendwas drin? Kann ich dir noch schöne Fotos zeigen? Ja, ich zeige dir mal die Fotos. Also, hier nochmal in Großaufnahme dieser wundervolle Teppich mit diesem Muster unterm Weihnachtsbaum. Finde ich irgendwie total cool. Also das ist mal eine richtig praktische Idee, weil ich finde, das sieht ja wirklich immer ein bisschen komisch aus bei den Weihnachtsbäumen. Hier sieht man nochmal diesen Tischläufer in Groß, was das halt für ein Muster ist. Und hier ist auch nochmal ein größeres Foto drin. Hat auch was, finde ich. Bringt irgendwie gleich so Gemütlichkeit auf den Tisch. Hier ist das Elchkissen. Genau, ich glaube, das gleiche Foto war eben hier auch nochmal drin, ne? Also das hier ist das Elchkissen. Ich glaube, das ist das gleiche Foto, was wir eben hatten. So, dann kommen die Socken. Hier sind die ganzen Socken nochmal einzeln, ein bisschen größer dargestellt. Na, ich hoffe, man kann es sehen. Genau, die drei, also es gibt drei unterschiedliche Motive, die man machen kann. Hier ist dann der Weihnachtsbaum, genau, mit Erklärung, mit Zeichnung und so weiter. Hier ist dieser Ring. Genau, gibt es noch so schöne Fotos? Und das finde ich auch irgendwie total süß. Das ist so, bestimmt bleiben von jedem Projekt noch irgendwelche Reste über. Und dann kann man die super schön an den Baumstamm binden mit ein bisschen Glitzer oder hier, das ist so eine Lichterkette und macht sich dann so schöne Blätter draus. Finde ich richtig cool. Also, vielleicht konnte ich dich inspirieren, dass du sagst, oh, ich will noch irgendwas machen für meine Lieben oder für mich zu Hause und habe nach irgendwie coolen Anleitungen gesucht. Da kann ich dir dieses Weihnachtsheft empfehlen für den NuvaVita 4. Du findest quasi das Garn auch in meinem Shop. Und spannend ist, dass schon diese ganzen Weihnachtsfarben ziemlich gut gegangen sind. Das heißt also, stöber gerne durch, ob du noch eine schöne Weihnachtsfarbe für dich findest. Ich habe natürlich das auch alles wieder nachbestellt und ich hoffe, dass das rechtzeitig jetzt auch nochmal kommt, der Nachschub. Weil jetzt müssen wir spätestens anfangen, die Sachen zu häkeln, zu stricken, zu knüpfen, damit bis dann auch Heiligabend oder am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag, je nachdem, wann du die Lieben, deine Lieben triffst, dann natürlich auch verschenken kannst. Also in diesem Sinne wünsche ich dir eine super schöne Vorweihnachtszeit und ich denke, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Tschüss, deine Sabrina.